Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Say Anzüglichkeiten im Let's Play zu Tomb Raider 4 oder so. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Naja, so heißt auf jeden Fall der vorhergehende Part. Weil das schon ein bisschen konfus ist. Also, mal hier. Also, ja. Eigentlich sollte ja jede Kombination für eine gewisse Tür stehen. Und ich glaube, dass das sogar die Tür ist, die ich eigentlich noch gar nicht haben wollte. Also, das ist diese Tür, wo ich... Okay, Musik höre. Fledermäuse auf Doom. Ach ja, genau. Hier kommt jetzt nämlich Folgendes. Und zwar das Binokular. Also hier gibt es jetzt verschiedene Hinweise. Und zwar, wenn ich AQI verwende, komme ich wohin? Also das, was ich bei AQI einsammle, muss ich dann wohl auch hier einsetzen. Also, ich brauche die Kombinationen A, Q und I. Moment, die notiere ich mir mal. Moment, ist das überhaupt richtig? Doch, ja. Genau, dieser Vogel war A, Q und I. Und das brauche ich. Moment, das notiere ich mir mal. Also, A, Q, I. So. Man muss ja Tomb Raider mit solch Logik schon fast spielen. Okay, also hier ist sozusagen der Ausgang. Das notiere ich mir mal hier Ausgang, den ich erst später bekomme. So, da stehen ja auch diese Lösungen. Dann habe ich hier noch, Moment, was war das jetzt? Q-A-I. Nein, doch, nein, Q-I-A. Genau, das ist Q-I-A, das brauche ich auch noch. Also schreibe ich mir das mal auf. Q, I und A, die brauche ich auch noch. Muss ich auch noch abarbeiten. Q, I, A. Okay, dann gucken wir uns noch das hier an. So. Ach so, warte mal. Also, ich muss, warte mal, das muss ich mir hier auch mal notieren. Also, ich habe ja hier diese vier Punkte, sozusagen, und da muss ich mir natürlich notieren, was ich da anwenden muss. Also, AQI war das unten links, sage ich mal, AQI, dann das drüber war QIA, QIA, und jetzt muss ich mir noch die anderen beiden Kombinationen angucken. Das muss man sich ja alles ordentlich notieren. Ich, oh Gott, das wird eine Friemelei, euch das zu visualisieren. Da haben wir jetzt ein Q, ein A und ein I. Also Q, A, I. Also Q, A, I. Also baue ich die auch noch, die Kombination Q, A, I. So, also... Man könnte natürlich im Lösungsbuch nachgucken, was ich ja auch habe. Also, das Lösungsbuch habe ich ja auch in der Nähe liegen, aber ich gucke da nicht rein. Weil so viel Menschenverstand oder so viel Hirn habe ich auch noch, dass ich mir das hier mal aufschreiben kann. Das habe ich noch nie so wirklich gemacht in einem Let's Play, mir was aufgeschrieben. Und jetzt haben wir IQA. IQA fehlt also noch. IQA. Also IQA. IQA. Muss ich mir auch nochmal separat aufschreiben. So. Dann haben wir jetzt erstmal die fast fünf Minuten damit verbracht, uns die Notizen zu machen. Also. Jetzt muss ich halt gucken, diese restlichen vier Türen, die einem bleiben, nachdem wir ja diesen Trollraum hatten. Achso, erstmal hier raus. Okay, das haben wir soweit. Und da ich mir das so fein säuberlich notiert habe,
womit ich zwar für alle anderen Spieler geschätzte 14 Jahre zu spät komme, aber egal. Das ist ja für mich gerade. Und da das auch zum Let's Play dazugehört, sage ich mir, dass ich das euch auch, also dass ich euch das so mit, also zeige, wie ich das hier gerade entwickle. Wie ich mir hier versuche, eine Lösungsstrategie zu entwickeln. Also ich meine, ja, irgendwie muss man ja ein bisschen Übersicht haben über das Ganze. Und irgendwie, wenn man sich solche Übersichten malt, ist es auf einmal gar nicht mehr so schwierig. Also gar nicht mehr so mysteriös. Jetzt müsste hier eigentlich diese Tür zufallen. Oder so. Naja, auf jeden Fall, wenn diese Tür jetzt vielleicht trotzdem wieder geht, gucken wir mal, kann ich das hier... Okay, ich kann es wieder betätigen. Also, ich brauche die Kombination AQI. AQI. So, was war jetzt A? Okay, wir arbeiten jetzt erstmal das mit A ab. Also, IQA, das ist ja der Troll. Also, A, das ist jetzt sozusagen von rechts nach links die Kombination. Also A, Q und I. Dann sollte sich was öffnen. AQI. Ich glaube sogar irgendwas gehört zu haben. Was ist jetzt aber AQI? Gucken wir mal nach. Diese Tür bleibt offen. Diese ist geschlossen. Diese hat sich geöffnet. Also ich habe jetzt ausprobiert AQI. AQI habe ich jetzt ausprobiert. So, jetzt muss ich hier mal die Tür für mich gedanklich verlängern, damit ich das hier nicht verwechsle. Ihr werdet garantiert mit diesem Gedankengang gerade nichts anfangen können, aber egal. Also, AQI. Ist das jetzt oben links, können wir mal sagen. Oben links, alles klar. Oben links. So, es war's notiert. Und wieder mal die Fledermäuse auf Doom. Aber okay, die sind ja nicht ganz so schlimm. Also bis jetzt scheint es ja zu funktionieren. Wir speichern mal lieber. Und ich meine, wir haben ja nichts dabei verpasst, als ich das hier mir erörtert habe. Okay, Lara, ich dachte schon, warum rutschst du da runter? Aber ich glaube, dass ich hier so einfach zurückkomme. Oder ist das zu schräg? Verdammt. Lara, du weißt, was das bedeutet, wenn es zu schräg ist. Und das kann nicht gut ausgehen. Verdammt, es hätte klappen können, aber egal, es war nicht richtig, sagen wir es so. Also, machen wir hier weiter. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen zeitraubend, dass ich das mir notiert habe. Aber wie gesagt, in grafischer Aufbereitung ist das für euch sogar eine gute Übersicht. Ich weiß, es ist viele Jahre zu spät, aber egal. Nein, nicht um die Ecke. So, jetzt ein bisschen nach rechts. Nein, das klappt nicht. Ich bin einfach zu weit gesprungen. Wir laden den Spielstand nochmal, den 710. Das muss man sich mal überlegen. Ich bin halt ein Vielspeicherer. Das ist Fakt. So, wenn der Anlauf zu viel war, probieren wir es aus dem Stand, also per Schlusssprung. So hieß es ja am ersten Tomb Raider immer. Zumindest in deren Lösungsbuch. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind angekommen bei Killerfledermäusen. So. Killerfledermäuse auf Doom. Und jetzt haben wir hier verschiedene Kriechlöcher. Löcher, genau. Löcher. Wir nehmen einfach Löcher. Feuerlöcher. Oder so. Also gucken wir mal hier hindurch. Oh Gott. No. Ich habe eine blöde Befürchtung, dass das jetzt zum Beispiel nichts Gutes ist. Nein, warte mal, lass mich mal zurückkriechen. Ja, das ist keine gute Idee, denn da sieht man, was das bringt. Nicht viel, nur den Tod. Also... Wir haben hier bei diesem Raum verschiedene Kriecheinheiten. Das ist ja sehr toll. Und diese führten uns sonst da wohin? Also links führte einen in den Tod. Und rechts ist doch genauso ein Troll.
Das kann doch nicht gut enden. Also, da wo Holz ist. Ja, mal, wartet mal. Ich will mal probieren, ob das wirklich bei allem so ist. Deswegen speichere ich nochmal. Lieber hier. Und dann gucken wir mal. Also. Okay, jetzt gucken wir uns mal um. Oh, gut, dass ich mal nachgeguckt habe. Okay. Okay. Granatwerfer. Ach so, das ist sogar ein Secret. Alles klar. Moment, das müssen wir mal notieren. Gott, ich habe fast keinen Platz mehr hier. Aber ich mache das mal, also wenn ich gerade auskrieche, nach links. Tod. Nach rechts. Secret. So. Ich mal mir nur gerade eine ganz lustige Karte. Vielleicht sollte ich die auch mal abfotografieren. Die sieht nämlich sehr schräg aus. Aber egal. Also hier haben wir ein Secret gefunden. Sehr schön. Das freut mich gerade. Irgendwie finde ich hier erstaunlicherweise sehr viele Secrets. Ja, ich weiß, diese Abschnitte sind hier ein bisschen. Ja, 48 von 70. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dieser Statistik. Da ich ja doch einige gefunden habe. Okay. Jetzt haben wir ja noch links und rechts eine Kriechpassage. Dann gucken wir doch mal. Also links lang. Was erwartet uns denn hier? Ich speichere lieber nochmal. Okay. So, jetzt haben wir hier verschiedenste Wege. Wir haben. Moment, also wenn ich links lang krieche, also hier lang, habe ich einen Weg, der nach links führt und einen, der geradeaus führt. Das muss ich mir erstmal so notieren. So, und wenn ich diesen jetzt nach links nehme, gucken wir mal, was dort Schönes ist. Ein Weg, der nach. Was? Okay. Ich habe jetzt von links sozusagen den Weg nochmal nach links genommen. So, da finde ich dieses blaue Etwas. Oh Gott, das ist eine unübersichtliche Zeichnung. Aber ist ja egal. Das ist ja für euch jetzt nicht so relevant. Ich muss es nur später alles richtig friemeln. So. Heb's auf, Lara. Okay, jetzt haben wir dieses blaue Ding. Stone of Mart. Was hat Club Mate damit zu tun? Also, okay, da haben wir diesen komischen Stein. Ach, Moment. Ich muss mir das, wie gesagt, mal alles sauber markieren. Also, wenn ich da lang krieche, komme ich. Also, warte mal. Ich verlängere mir mal diesen Gang. So. Also hier finde ich dieses komische Etwas. Das markiere ich mir hier mal ganz einfach so. Und dann muss ich nämlich noch die anderen Gänge durchsuchen. Okay. Ihr seid jetzt für mit mir auf Entdeckungsreise. Also wie gesagt, ich bin ja hier links rum. Wenn ich jetzt aber hier lang gehe, also geradeaus, gucken wir gleich mal. So. Irgendwie ist es hier ein bisschen dunkel. Lara, kannst du diese Fackeln hier verwenden? No. Warum nicht? No. Jetzt vielleicht? Okay. Hier ist einfach nur Sackgasse. Das können wir festhalten. Also hier nichts. Und dann können wir noch mal hier lang gucken. Also, hier links rum. Was haben wir denn da Schönes? Da haben wir wahrscheinlich den sicheren Tod. Das können wir aber erstmal ergründen. Also ich markiere mir das mal ganz kurz. Hier haben wir noch so einen komischen Strich. Und wir speichern erstmal. So. Ach, natürlich die falsche Richtung. Ja, ich weiß, dieser Abschnitt ist ein bisschen aufwendiger.
Und das hörte sich nach Stacheln an. Das hörte sich so an und das sieht auch so aus wie Stacheln, alles klar. Also, dort ist der sichere Tod. Markiere ich mir mal hier mit so einem X. Andeutungsweise wie so ein Totenkopf. Naja, egal. Also, da haben wir dieses Löchlein schon mal durchsucht, alles klar. Das Problem ist ja, also jetzt kriege ich hier wieder nach links zurück und gehe hier nochmal lang. Dann speichern wir. Und guck mal, also es geht geradeaus, 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 geradeaus. Und dann geht es irgendwann rechts rum. Also es geht geradeaus, geradeaus, geradeaus. So, und dann geht es rechts rum. Und da gucken wir doch mal, was uns dort erwartet. Da sind natürlich keine detailgetreuen Karten, aber es geht ja ums Prinzip, ums Schema. Also, ja Lara, kriege ich jetzt mal erotisch hier lang. Und das klingt auch wieder wie Stacheln. Aber ich möchte mich vergewissern. So. Okay. Da bringt es schon mal nichts. Gut, dann hätten wir das. Also, das bringt den sicheren Tod. Bei diesem Trollraum hätte ich mir eigentlich auch noch eine Karte machen müssen. Moment, kann ich die schnell aus dem Kopf? Das ging doch... So... So, dann hier lang geradeaus. So. So, und da ist dieser Schalter. Naja, egal. Also auf jeden Fall werden wir doch nochmal durchs andere kriechen müssen. Davon bin ich fest überzeugt. Da wir ja noch irgendwie einen Hebel finden müssen, um die Tür höchstwahrscheinlich zu öffnen. Davon gehe ich zumindest aus. Also. Wir kriechen mal hier rüber. Schön, dass du die wegschmeißt. Umweltschutz war noch nicht so deins. Aber wir speichern lieber. Ja, ich weiß, ich brauche jetzt richtig lange für diesen Abschnitt. Dessen bin ich mir sicher. Also man kriecht leicht hinein. So. Also da war das Secret. Also man kriecht hier, sage ich mal, hinein. So, und dann gibt es hier ein Ende und dann geht es hier irgendwo noch lang. Aber zunächst müssten wir mal observieren, was diese Bodenplatte bringt. Da ja scheinbar nicht alle in den Tod führen. Okay, das klingt aber felsenfest wie Stacheln. Wir gucken uns das aber mal ganz genau an. Okay, Stacheln. Also, dort heißt es Game Over. Das können wir so festhalten. Also muss es ja aber irgendwo noch ein Räumchen geben mit einem Hebel. Also, wir haben nochmal... Oh Gott, so viele Wege. Viel zu viele Wege. Oh Gott, das kriege ich doch hier nie wieder hin. Also, wir haben dann hier einen Weg und dann weiter hinten nochmal einen. Da blickt keiner durch. Also, ich hoffe, ihr blickt dann irgendwann noch durch. Aber egal, wir gucken erstmal nach hinten. So, und hier hinten haben wir um die Ecke wieder eine überhaupt wieder was Bröckelndes. Das klang auch wieder nach Stacheln. Wir drehen uns mal um und observieren das genau. Okay, da wartet also wieder der Tod auf uns. In Form von Stacheln. Ja, der Tod hat verschiedene Gestalten. Also markiert. Und dort ist der Tod. Moment. Hier oben muss ich mir mal markieren, also bei dem anderen, ups, jetzt hätte ich fast meinen Monitor ausgeschaltet. Hebel. So. Alles klar. Gut, dann hätten wir das soweit, also können wir hier noch lang kriechen. Jetzt macht's aber nicht zu kompliziert, bitte. Also jetzt bin ich hier oben angelangt und... habe die Auswahl. Also ich kann hier lang kriechen. Also ich mache mir das mal ein bisschen länger. Und dann kann ich rechts rum. Und da gucken wir erstmal, was rechts ist. Okay, Randnotiz an mich. Ich hoffe, ich habe daran gedacht, das rauszuschneiden. Aber stehen geblieben waren wir ja dabei, dass ich jetzt hier noch überprüfen muss, ob hier der Tod auf uns lauert. Jetzt habe ich auch das Telefon wieder ausgeschaltet.
Und das hörte sich nach Stacheln an. Also können wir davon ausgehen, dass es eine Niete ist. Also gucken wir doch mal. Okay, Niete. Deswegen, Quatsch, hier, wieder so ein X. Und weiter geht es. Also man kann dann hier, wie gesagt, links rum. Geht dann aber wieder rechts rum. Und wenn ich rechts rum gekrochen bin, geht's später wieder links rum. Also hier ungefähr. Oh Gott, das wird eine Friemelarbeit. Und da haben wir dann endlich den Hebel, den wir suchen. Also, Hebel, schreibt man hier auch nochmal hin. Hebel, so. Vielleicht sollte ich mal so ein Screenshot von einem provisorischen Hebel machen. Okay. Also, wie kriege ich das jetzt am besten hin? So, machen wir jetzt einfach mal ein Screenshot. Hebel, so. Das werde ich mir zwar nie merken, aber egal. Gut. Den muss ich natürlich auch noch betätigen. Sodass die Tür wieder aufgeht. Wir hatten wieder schöne Aussichten, alles klar. Aber irgendwie ist das schön, wenn man sich mal so eine Übersicht macht, da wird das Spiel doch gleich viel besser. Ich glaube, dass die Entwickler es auch darauf angelegt haben, dass man sich, sage ich mal, irgendwelche Notizen dazu macht. Naja, wie dem auch sei. Wir haben jetzt das hier alles durchforstet. Gott, ist das schrecklich. Okay, jetzt muss ich nur wieder einen ordentlichen Rückweg finden. Ich denke mal, dass das hier rüber gehen wird. Da ich dort um die Ecke nicht komme. Also ich denke mal, der Rückweg wird genau der sein, wie ich auch hierher gekommen bin. Deswegen einfach mal rüber hier. Dann Lübeldold. Man könnte sich das vielleicht vereinfachen, aber ich werde jetzt trotzdem hier rüber springen. Zack. Okay, und das war's dann. Gut, dann hätten wir das. Also ich habe jetzt AQI, haben wir Check. AQI ist Check. Und Moment. AQI, da sammelt man Maat, ne? Genau, Stone of Maat. Also das mache ich auch mal. Maat. Den sammeln wir hier ein. Vielleicht sollte ich davon auch noch mal einen Screenshot anfertigen. Zack. Oh Gott, das wird ein Heidenaufwand. Aber egal. Jetzt haben wir das also schon mal überprüft. Das heißt, dass wir jetzt was ausprobieren? IQA. IQA, das war doch von links nach rechts. Nee. Wieso habe ich da IQA aufgeschrieben? Das kann doch nicht stimmen. Irgendwas habe ich hier vergessen. Aber egal. Bei IQA war doch das... Irgendwas habe ich da falsch aufgeschrieben. Naja, wie dem auch sei... Das finden wir noch heraus. Jetzt machen wir erstmal QAI. Also. Q. Dann machen wir das A. Das ist nämlich hier. Q, A. Und dann das I. So. QAI. Was hast du jetzt geöffnet? Das ist jetzt das ganz große Rätsel. Also links die Tür, die bleibt wohl permanent geöffnet. Die bleibt jetzt wohl auch geöffnet, nachdem wir die geschafft haben. Also ich meine, ich habe die ja alle abgeschlossen schon. Weswegen ich mal hier gucken werde. Okay, das scheint jetzt QAI zu sein. Also QAI. QAI, und da werden wir auch noch einen Blick reinwerfen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Wieder lustige Sprungpassagen, alles klar. Moment, die machen wir am besten erstmal so. Wir fangen hier an und schauen mal, wo wir als nächstes rüberspringen können. Lara, das schaffst du doch niemals darüber.
Also irgendwo muss es doch noch eine andere Plattform geben, auf der du landen kannst. Ich habe da so eine ganz blöde Idee. Ich weiß nur nicht, ob die aufgeht. Okay. Das war vielleicht nicht so gedacht. Verdammt. Das war so ganz und gar nicht gedacht, aber okay. Wenn ich so auch zum Ziel komme, soll es mir recht sein. Komisch, dass ich hier geistesgegenwärtig auch noch so reagieren konnte. Oh nein. Nein. Leute, das ist das, worauf ich gewartet habe, ja. Das ist genau der Abschnitt, worauf ich gewartet habe. Oh Gott, nein. Den werde ich im nächsten Part machen. Das werde ich mir in diesem Part ersparen. Das werde ich mir wirklich in diesem Part ersparen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieser Part gefallen. Und fürs Rätseln und Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, im nächsten Part zu Tomb Raider 4 sieht man sich.